ein Wiedereintauchen. Und es ist schön, so gebadet zu werden. Über die Musik kommunizieren wir sehr viel, deswegen spielt sie eine super große Rolle. Merle spricht noch sehr wenig und ich merke, dass wir darüber natürlich noch viel feiner in Kontakt kommen. Es tauchen Motive auf in Alltagssituationen, beim Essen oder beim Spielen. Äußerungen von Merle kann man aufgreifen und damit spielen. Also wir haben so ein Ritual beim Nägelschneiden, dass ich immer einen Rhythmus dazu sage. Schnipp, schnipp, schnapp und Nägel ab. Ja. Und da sind die 10 Finger ganz schnell gemacht, wo das ohne immer ein Krampf war vorher. Das haben alle 3 Jungs haben das und die lieben das. Also. Ja, das ist bei uns ähnlich, auch beim Zähneputzen oder beim Wickeln, wenn irgendwas nicht funktioniert und man einfach irgendwas improvisiert und wenn es nur das, was man normalerweise sprechen würde, verpackt in einen Singsang oder in einen Rhythmus, ist schon eine ganz andere Aufmerksamkeit. Von ihm kommt dann ganz oft die Rückbestätigung, wenn ich im anderen Raum bin, Mama, zum Beispiel, dann antworte ich immer, Levi, und dann geht's weiter. Also die Theorie spielt im Alltag eigentlich nicht so eine große Rolle. Dadurch, dass wir ein Musikerhaushalt sind, wird so viel angeboten von außen, was dann die Impulse sind für das Kind. Und dann kommt aber so viel von den Kindern selber, finde ich, gerade mit 3 jetzt die 2 Älteren, die singen ihre Lieder aus dem Kinderchor oder die singen die Lieder, die wir ritualmäßig zu Hause singen und greift dann so einzelne Silben auf jetzt und einzelne Laute. Da kommt einfach so viel schon automatisch, dass ich mir keine Theorie zurechtlege, sondern da ist so viel, was... Hat sich erledigt, diese Art. nee, als Grundlage natürlich nicht, aber das Wissen darum ist sehr, sehr wichtig, aber es, man braucht einfach nicht drüber nachzudenken. Man greift die Dinge auf und führt sie weiter und das Kind spielt dann damit weiter und bei ihm merkt man jetzt schon, dass einzelne Silben dann aufgegriffen werden direkt und weitergeführt werden und das entwickelt sich einfach. Ja, das passiert ganz automatisch. Also diese Quintwendung, diese Dominant-Tonika-Wendung, das ist so ein für uns auch sehr verinnerlichtes und ich empfinde es immer als ein Nachhausekommen, als ein Ankommen. Und das ist, ja, das ist ein... Das taucht bei uns auch schon beim irgendwie Klamotten irgendwo rein, tun. Das taucht halt irgendwie auf, also ich weiß nicht. Also das eine Beispiel hatte ich schon gesagt mit dem Mama Levi. Das ist so ein schönes Beispiel von einem einfachen Motiv, was aber so gesungen schon ganz viel Mama. Ja, was Mama. Viel dem Prinzip Audiation eigentlich schon ermöglicht, weil es am Anfang so ein Hören ist von seinem eigenen Namen. Dann kann er irgendwann auch mit Mama antworten oder es initiieren. Und dann kommt irgendwann die Tonhöhe dazu, die er übernimmt oder die ich übernehme. Und dann kommt der Rhythmus dazu. Manchmal biete ich ihm jetzt schon einen anderen Rhythmus an und dann hört er aufmerksam zu. Das spinnt sich immer weiter und das ist einfach, wenn man das als Ritual so präsent hatte ich das nur bei Levi, bei dem Dritten, mit diesem Spiel hin und her und das ist bemerkenswert, wie sich das entwickelt, irgendwie, dass jetzt
der Ton für ihn schon klar ist und der Rhythmus kommt dazu und diese Faszination, diese Kinder zu beobachten, wie es sich entwickelt. Wenn der Fünfjährige jetzt schon Lieder singen kann, sauber intoniert, das ist einfach quasi von sich aus, also ohne, dass wir viel gemacht hätten, das finde ich einfach sehr faszinierend. Und es ist nicht so, dass ich darauf warte, jetzt was, oder was erwarte. Ich sehe das genauso, dass die Beobachtung das Allerschönste ist, zu gucken, was kommt aus den Kindern und damit weiter zu spielen oder weiter zu beobachten. Ich finde es schön, die Wünsche der Kinder zu hören und abzuwarten. Ja. Bezüglich, was sie gerne hören möchten, was sie gerne spielen möchten. Ja. Mittlerweile gibt es Liedwünsche oder sogar Merle macht das schon mit irgendwelchen Kniereitern, die wir machen. Dann sagt sie Baba, das ist Bagger, ein Bagger-Kniereiter und das möchte sie jeden Abend machen. Und genau, da gibt es dann schon, ich finde es total spannend, schon zu sehen, dass es Lieblingslieder schon gibt, bestimmte Rhythmen, die sie toll finden. Und wenn man nicht die ganze Zeit irgendwas vorgibt, wir machen jetzt das auch, wir fragen auch, was möchtest du denn dann singen? Oder sie sagt es von sich aus und das ist total schön. Bum, bum, bum.